So, jetzt aber herzlich willkommen hier in der Seabase zum 71. netzpolitischen Abend. Hinten stehen einige, da rechts gibt es noch freie Stühle, die man sich noch nehmen kann. Oben auf der Tribüne ist sogar auch noch ein bisschen Platz, auf der Sofatribüne. Also hier vorne auch drei Plätze, also drei Stühle. Also nehmt noch eine bequeme Position ein. Okay, das macht ihr, während ich spreche. Okay, es geht los. Netzpolitischer Abend, eine Sonderausgabe zum Thema Dateneigentum. Es ist total schön zu sehen, dass so viele da sind, auch so viele, die vielleicht nicht zum Stammpublikum eines netzpolitischen Abends gehören, sondern vielleicht aufgrund der Themenwahl hierher gekommen sind. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei Netzpolitik und Mitglied beim Digitale Gesellschaft e.V. und habe die Freude, heute diesen Abend zu moderieren. Dateneigentum. Was ist das eigentlich? Haben wir uns in der digitalen Gesellschaft schon länger gefragt, was soll das sein? Wir haben seit einiger Zeit einen Prozess laufen, in dem wir haben gemerkt, das ist das politische Thema, das eigentlich gar nicht so neu ist, kommt gerade wieder. Das Dateneigentum erlebt ein Comeback. Wir wollen uns stärker damit auseinandersetzen und dieser Abend dient auch einer Beleuchtung des Themas aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir wollen also heute Abend nicht nur Positionen gegeneinander antreten lassen, mal gucken, ob das überhaupt passiert, sondern wir wollen vor allen Dingen erstmal schauen, worum geht es eigentlich bei dem Thema Dateneigentum und was bedeutet das vor allen Dingen, kann das aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive bedeuten. Das ist der Hashtag für heute Abend. Für diejenigen, die twittern oder sonstige sozialen Medien benutzen wollen, herzliche Einladung, den auch zu benutzen und von dieser Veranstaltung zu berichten im Netz. An der Stelle hallo und herzlich willkommen auch an die Menschen, die uns im Stream zuschauen. Da sage ich später gleich nochmal was zu, aber erstmal eigentlich zur Begrüßung möchte ich Benjamin Bergemann nach vorne bitten, Vorstand des Vereins Digitale Gesellschaft, der aus unserer Perspektive mal so kurz beschreibt, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema. Herzlich willkommen, Benjamin, seit dem letzten Herbst Vorstand der Digitalen Gesellschaft. Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass so viele hier sind. Auch mir geht's wie Ingo. Ich habe mich auch ziemlich auf diesen Abend gefreut. Nicht nur, weil das ein Thema ist, was mich persönlich auch umtreibt, sondern weil es ein Thema ist, was direkt aus der Mitgliedschaft der DigiGES kommt, wo sich eine Arbeitsgruppe formiert hat. Und dieser netzpolitische Abend ist sowas wie das erste kleine Zwischenergebnis oder überhaupt der erste kleine Output dieser Arbeitsgruppe zum Thema Dateneigentum. Und von mir jetzt noch ein paar einleitende Worte, um vielleicht die Vorträge auch ein bisschen besser verdauen zu können. Warum unterhalten wir uns überhaupt wieder über das Thema Dateneigentum? Ingo hat es ja gesagt, das ist nicht so neu, wie es scheint. Aber es ist eben so, dass seit circa 2, 3 Jahren das Thema wieder verstärkt auf politischer Ebene aufgepoppt ist. Und los ging das in etwa so vor 3 Jahren, zu 2015, kam da einiges von der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission hat sich zum einen Gedanken gemacht, verschiedene eher so auf Strategiepapiere laut gedacht, ob wir nicht sowas wie eine Eigentumsordnung für sogenannte nicht personenbezogene Daten brauchen könnten. Also da wird vor allem so an Maschinendaten oder dergleichen gedacht. Relativ konkret zugleich auf politischer Ebene wird gerade über die sogenannte digitale Inhalterichtlinie verhandelt. Bei der digitalen Inhalterichtlinie geht es darum, ob Daten ein Zahlungsmittel-Äquivalent sein können. Also ob das Prinzip Daten gegen Leistung auch, ob dem auch rechtlich in Zukunft entsprochen werden soll. Und auf nationaler Ebene hier in Deutschland ist das Thema seit Ende des Jahres, nicht seit Ende, sondern seit Anfang des Jahres 2017, glaube ich, ein bisschen stärker in der Debatte. Da kam nämlich das Bundesverkehrsministerium raus mit einem Vorschlag für eine Eigentumsordnung für Fahrzeugdaten. Und dann hat uns im Jahr 2018, Anfang des Jahres 2018, auch der neue Koalitionsvertrag mit dem Thema beglückt. Dort heißt es, dass die Bundesregierung zügig prüfen wolle, ob und wie man so ein Dateneigentum ausgestalten könnte. Und Ingo hat schon gesagt, merklich still ist es nun zu dem Thema auf zivilgesellschaftlicher Seite. Ja. Das Thema scheint relativ frisch, es ist komplex und
so ehrlich muss man sein, sowohl im zivilgesellschaftlichen als auch im Verbraucherschutzbereich ist da die Positionsfindung und vor allem die Argumentfindung noch nicht so ganz fest. Ja? Daran muss man einfach noch arbeiten. Das kommt bisher, sage ich mal, eher von oben und dazu müssen wir uns als Zivilgesellschaft und auch als Verbraucherschützerinnen und Schützer irgendwie erstmal eine Position bilden. Und genau dazu soll dieser Abend heute dienen. Und ich glaube, ohne jetzt alles vorwegzunehmen, wollte ich noch mal kurz ein paar Komplexe anreißen, über die man sich bei so einem Abend, über die wir uns vielleicht heute Abend ein bisschen klarer werden wollen. Einmal ist das überhaupt Begriffsklärung. Ja, was meinen wir, wenn wir von einem Dateneigentum reden? Reden wir über ein Individualrecht an Daten? Reden wir über ein wie auch immer geartetes Kollektivgut Daten? Welche Daten wollen wir vergegenständlichen, zur Ware werden lassen, kommodifizieren? Sind das nicht personenbezogene Daten, personenbezogene Daten? Macht diese Unterscheidung überhaupt noch einen Unterschied? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Der zweite Fragekomplex ist die Realisierbarkeit vielleicht von so einem Dateneigentum. Ja, kann das überhaupt funktionieren? Kann das überhaupt Sinn machen? Sperren sich nicht Informationen überhaupt so einer Eigentumslogik? Zweitens kann man sich dann auch fragen, ist das ökonomisch überhaupt realisierbar? Ich glaube, hierzu wird dann Nicola Jentsch vor allem im Folgenden noch einiges sagen. Ein dritter Komplex, über den wir uns unterhalten sollen, würde ich überschreiben mit den Worten Sein und Sollen eines Dateneigentums. Also was ist so der Ist-Zustand? Haben wir nicht de facto schon sowas wie eine eigentumsähnliche Ordnung, zumindest bei personenbezogenen Daten? Wir reden ganz selbstverständlich davon, dass wir Daten gegen Leistung tauschen, hergeben. Diese Daten werden dann relativ eigentumsähnlich bei großen Technologieunternehmen, bei Data Brokern gehalten. Ja. Und das ist die Seinsperspektive, so ein bisschen der Ist-Zustand. Und jetzt die Frage, was würde die Einführung und die rechtliche Festschreibung eines Dateneigentums mit diesem Zustand überhaupt machen? Würde das fürs Gemeinwohl, für den einzelnen Nutzer Vorteile mit sich bringen? Oder würde das umgekehrt bestehende Machtasymmetrien, die wir schon heute auf diesen Informationsmärkten, einige sprechen von einem Datenkapitalismus sehen, eher noch verstärken? Und kommen wir vielleicht zu einem Punkt, wo man von einer digitalen Leibeigenschaft oder Ähnlichem reden könnte? Und viertens sollten wir auch daran anschließend über die größere politische und gesellschaftliche, die größeren politischen und gesellschaftlichen Fragen reden, die damit verbunden sind. Also ist das, was wir, sind diese Vorschläge vor allem von Seiten der Bundesregierung, die wir derzeit hören, die das auch gerne einbettet in ihre Ideen von einem neuen Datenrecht, ist das die Abkehr von einem alten, von einem vielleicht veralteten Paradigma, wie wir es heute hochhalten, nämlich das Paradigma von Datenschutz auf der einen Seite und Informationsfreiheit auf der anderen Seite. Die Hackerethik bringt es in dem Satz, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, auf den Punkt. Ja. Sehen wir von diesem Prinzip im Moment eine Abkehr? Ist das das größere Bild? Und wenn ja, was bedeutet das für uns als Zivilgesellschaft? Die Frage kann man sich, das klingt zunächst harmlos, finde ich aber gar nicht so unbedeutend, man kann sich zunächst auf einer sprachlichen Ebene stellen, ja, können wir dann noch guten Gewissens, meine Daten gehören mir, sagen, falls wir zu dem Schluss kommen, dass wir so ein Dateneigentum, zumindest wie es einige wirtschaftsnahe Akteure oder einige in den Reihen der Bundesregierung vielleicht im Sinn haben, können wir das noch guten Gewissens machen oder brauchen wir neue Leitbilder, Metaphern, Visionen, wie wir Datenschutz oder einen sozialverträglichen Umgang mit Daten und datenverarbeitender Technik einfordern können. Und das Zweite sind auch zivilgesellschaftliche Gegenvisionen, positive Visionen mit oder ohne Dateneigentum. Also, oder gibt es sowas wie zivilgesellschaftliche Visionen eines Dateneigentums, die gemeinwohlförderlich sind? Ja, können wir über Data Commons oder dergleichen nachdenken, über Werkzeuge, die die Nutzerkontrolle verbessern
Oder, und das ist eben der größere Kontext, verbieten sich derartige Überlegungen, weil man dann einem Dateneigentum, wie es vielleicht der Bundesregierung vorschwebt, das Wort redet. Das sind, glaube ich, alles so Fragen, auf die werden wir heute keine abschließende Antwort finden. Und da müssen wir uns vielleicht auch nicht ganz einig sein. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Aber wir sollten zumindest heute Abend darüber anfangen nachzudenken und darüber zu diskutieren. Und deshalb freue ich mich ganz doll auf die Vorträge und die Referentinnen und Referenten heute Abend. Danke. Ja, vielen Dank, Benjamin. Genau, die Referentinnen und Referenten sind ein gutes Stichwort. Wir haben ein volles und, wie ich finde, sehr rundes Programm für den heutigen Abend zusammenbekommen. Wir werden vielleicht höchstens oder ein bisschen in die angerissenen Fragen reindippen können, aber auch das ist, glaube ich, schon ein großer Gewinn. Den Auftakt macht heute Walter Palmetshofer von der Open Knowledge Foundation. Walter hat zusammen mit anderen im vergangenen oder vorvergangenen Jahr eine Studie zum ökonomischen Wert von Daten, personenbezogenen Daten gemacht für das Bundesministerium der Justiz bzw. den Sachverständigenrat für Verbraucherfragen des Ministeriums und wird aus dieser Studie berichten und ein konkretes Anwendungsbeispiel mit mydata.org für einen Ansatz der Datensouveränität in der Datenökonomie ermöglichen soll, vorstellen. Der zweite Vortrag kommt von Nicola Jentsch, Ökonomin von der Stiftung Neue Verantwortung mit dem Titel Dateneigentum, eine gute Idee für die Datenökonomie. Unter diesem Titel hat Nicola Jentsch kürzlich eine Studie bei der Stiftung Neue Verantwortung veröffentlicht, aus der sie uns heute nicht nur aus ökonomischer Perspektive, aber doch mit einem Schwerpunkt darauf, würde ich vermuten, etwas erzählen wird. Und der dritte Vortrag kommt von Jan Schallerböck, Jurist, stärker mit einer juristischen Perspektive, mit Analogien beispielsweise zum Urheberrecht, meine Daten gehören mir oder ein Beitrag zur Debatte um das Dateneigentum. Und anschließend ein Novum für den netzpolitischen Abend, das ist ein so explosives Thema, zu dem es eigentlich viel mehr Gespräche bedarf, ist unser Gefühl. Deshalb haben wir mal uns was, ist jetzt keine große Erfindung, aber für unseren netzpolitischen Abend schon eine Neuerung überlegt, dass wir im Anschluss noch die Möglichkeit zur Diskussion geben, also kleine Panel-Diskussion mit den Vortragenden hier vorne und die Möglichkeit dann auch für Sie und euch mitzuwirken. Nach jedem Vortrag wird es eine kurze Möglichkeit für Frage und Antwort geben. Genau, wer dabei nicht gefilmt werden möchte, das kann ich an der Stelle jetzt mal gut sagen, der Abend wird live gestreamt und die Videos werden danach online gestellt. Wer da nicht gefilmt werden möchte, wenn er oder sie etwas sagt, hat die Möglichkeit, sich irgendwo da in den hinteren Bereich zu stellen. Der sicherste Ort ist eigentlich da hinten unterm Bogen, der kriegt einen die Kamera nicht. Und als Ankündigung für die Menschen, die uns im Stream zuschauen, wir hatten es über Twitter schon kurz angekündigt, ein Vortrag heute Abend wird nicht live gestreamt und wird nicht aufgezeichnet auf Wunsch der Referentin. Wer, wenn nicht wir, würden das respektieren, wenn Leute sagen, ich möchte nicht, dass Videoaufnahmen von mir im Netz dann irgendwie rumgeistern. Die Panel-Diskussion am Ende wird aber als Audio gestreamt, also es lohnt sich auch weiter zuzuschauen von außen. Und jetzt, genug von uns, freue ich mich, dass es losgeht mit Walter. Also Walter, habe ich eben schon erzählt, von der Open Knowledge Foundation über den monetären Wert persönlicher Daten und die Initiative MyData. Freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo und einen schönen Abend. Und falls ihr ein bisschen verschnupft klingt, möchte ich mich entschuldigen, ich bin noch nicht ganz fit. Ich werde heute über den persönlichen Wert von persönlichen Daten sprechen und dann auf die Frage, was ist ein zivilgesellschaftliches Gegenmodell zu Datenvermarktung, möchte kurz MyData vorstellen. Wir haben vor 2016, 2017 eine Studie gemacht für BMJV und darum ging es, die offizielle Titel war, ist Datenhandel der bessere Datenschutz? Das wird manche jetzt schon den Blutdruck steigern. Darum möchte sagen, alles, was ich jetzt da vorstelle, ist nicht meine persönliche Meinung. Und es gibt bei vielen Bereichen, die ich da jetzt sage, auch bei den Zahlen, das sind nicht auch, wie jeder Ökonom weiß, über den Daumen geschätzt, meistens zweimal.
und B, manche Sachen sind noch nicht ausgereift von den Modellen, die ich vorstelle. Die Kurzversion, für den das langweilig ist, nein, ist es nicht. Und wir reden circa von 44 Euro pro Jahr, was persönliche Daten circa wert sind in Europa. Die Kernfragen waren, wie kann man überhaupt oder wie bemisst man persönliche Daten? Wie funktionieren dann solche Märkte? Und wie können Nutzerinnen oder Verbraucherinnen an den Märkten teilnehmen? Dazu haben sie mal die Werkzeuge und Modelle angeschaut, dann wie Datenvermarktung funktioniert und dann waren eben drei Marktsegmente, das ist quasi Datenhergehen gegen Services, gegen Datenspenden oder Datenhandel. Und Datenhandel ist dann das, wo man halt dann quasi monetäre, reale Gegenwerte bekommt. So schaut eine Datenwertschöpfungskette aus. Man fängt oben an mit persönlichen Daten, die werden einmal gesammelt, dann werden sie abgespeichert, dann werden sie analysiert und dann werden sie weiterverwendet. Und dann gibt es eben drei Ebenen und ich finde, das ist wichtig, das ist halt quasi, man gibt sie freiwillig her, sie werden überwacht oder angeschaut und dann werden Analysen gemacht. Das heißt, die unmittelbare Ebene ist das, wo man selber aktiv ist und die hat man meistens im Kopf, die mittelbare bzw. die abstrakte Ebene vor allem, wo dann Daten abgeleitet werden oder analysiert werden, das dann quasi im Hintergrund von Servern funktioniert, ist meistens das, was man halt dann vergisst, weil man keinen Stake drinnen hat. Und dann gibt es die erste Grundregel, das ist immer, wenn man für was nicht bezahlt, dann ist man selber das Produkt. Das gibt es in dem Markt vor allem. Und die zweite, was immer gut zu erwähnen ist, ist quasi Anonymisierung, ist verdammt schwierig. Und mein Lieblingsbeispiel ist, wenn man die Postleitzahl, das Geschlecht und das Geburtsdatum von einem US-Amerikanerin hat, dann hat man mit 87% Wahrscheinlichkeit herauszufinden, wer das ist. Allgemein gibt es keine wirkliche Methode, wie man jetzt 2018 den Wert von persönlichen Daten darstellen kann. Man weiß nur, ist mal das finanzielle Rückgrat vom Internet aktuell, das kann sich auch ändern. Und die Unterscheidung ist am besten einmal aus Sicht von Verbraucherinnen und einmal aus Sicht von Unternehmen. Und da gibt es für Verbraucherinnen, ist das, was ist mir das wert, dass ich meine Daten schütze? Das ist die Willingness to Pay, also wie viel würde ich zahlen, damit ich meine Daten, persönlichen Daten von Firmen fernhalte? Und was ist dann der Wert, den ich, ab dem ich bereit bin, dass ich meine persönlichen Daten, Geburtsdatum, Freunde, bla bla bla, weiterverkaufen würde? Beziehungsweise eine andere gute Wertbemessung ist halt, was verursacht das für einen Schaden für mich, wenn meine Daten nicht rauskommen? Und das variiert natürlich. Vor kurzem war jetzt die Sache mit Grindr, dass die zum Beispiel HIV-Infektionen an andere Personen weitergegeben hat. Das kann zum Beispiel die Information kann sein, dass man deswegen keinen Job bekommt. Also es ist jetzt von, dass irgendwer sauer ist, bis zu dem, dass man keinen Kredit bekommt, keine Versicherung abschließen kann oder im Arbeitsmarkt dann quasi kein Marktteilnehmer mehr ist, variiert das relativ hoch. Für die Willingness to pay, also was bin ich bereit zu zahlen, gibt es jetzt so kleine Beispiele, die eher sagen wir mal, im 1 Euro bis 10 Euro Bereich sind. Das sind zum Beispiel Studien, wo man mehr bezahlt für ein Produkt, wenn man gewisse Daten nicht angibt. Anderer Klassiker wäre zum Beispiel, wer ist bereit für eine E-Mail zu zahlen, damit man quasi sein E-Mail-Konto privat hat. Andere Sachen sind Services, die sicherstellen, dass meine privaten Daten mehr geschützt werden. Gerade in den USA zum Beispiel 155 Dollar für Protect My ID. Oder zum Beispiel eine bessere Firewall oder zusätzlichen Preis bei Apps, damit die Apps keine persönlichen Daten abfragen. Demgegenüber steht das, was erwartet man, dass man seine Daten verkaufen kann. Da gibt es auch Studien, das ist zum Beispiel für Kontaktdaten, also ein ganzes Telefonbuch im Schnitt 15 Euro, für Facebook-Daten 19 Euro oder eben zum Beispiel E-Mail-Adressen und die gesamte Browser-History, mehr als 100 Euro. Das sind Studien, da ist das Problem, die sind auch nicht immer ganz real, weil es halt den Markt dafür noch nicht gibt. Da kommen wir später dann dazu. Das Interessante, was bei dem ist, es gibt einen Unterschied zwischen der Willingness to accept und der Willingness to pay und das ist quasi das Privacy-Paradox. Da gibt es halt so Studien, die sagen, das ist teilweise Faktor 5 bis teilweise mehr, was die Leute an Unterschied haben, was sie aktiv zahlen würden, was meistens weniger ist für Datenschutz oder was sie dann quasi verlangen für die Daten. Aus Unternehmenssicht wird das so aufgeteilt und da kann man die Annäherung machen zu, was ist der Jahresumsatz der Firmen mit persönlichen Daten, einzelne Datensätze, die an Märkten gehandelt werden. Andere Annäherung ist zum Beispiel Preisnachlässe bei Versicherungen oder eben auch, wenn bei Firmen Daten rausgetragen werden, der viel berühmte Datenreichtum, was kostet dann dieser Datenreichtum
pro User bei einer Firma. Da gibt es dann zum Beispiel minimale Schadensbegrenzungen, die so von 2 Euro pro betroffenen Kunden geht, bis zu größeren, wo so an die 200 Dollar geht. Also der Klassiker war da in dem Sinne mal vor Jahren Sony, den öfters vorbeigeschaut haben beim Datenreichtum. Wir haben hier eine Übersicht von verschiedenen Firmen, die deren Kerngeschäftsmodell mit persönlichen Daten ist, was die jährliche Umsatz der Firma pro Benutzer ist. Und wir haben hier Facebook für Europa, war 2017 ca. 8 US-Dollar im Vergleich, das ist eine Verdopplung von 2016. Experian ist für US-User, die handeln halt mit Daten, ca. 6 Dollar. Bei Google kommt 38 bis 45 Dollar zusammen und Twitter ist aktuell, das ist jetzt berechnet mit Umsatz pro User und aktiven Usern, bei 7,8 US-Dollar, das war vor 2011 ein und 2015 5 Dollar. Das heißt, normalerweise gibt es einen Anstieg, das ist natürlich jetzt über den Daumen geschätzt, nur damit wir mal ein Gefühl haben, was für eine Kategorie man hier redet. Dann gibt es zum Beispiel Übersichten von Datensätzen, die man an Märkten kaufen kann, ganz banal von Bulk-Datensätzen pro User zu 1 Dollar bis unten, dann, wenn ihr einen Gesamtdatensatz habt, wo eine Firma zum Beispiel Datenservices in den USA abfragt, damit sie Kredite vergeben können. Ein interessanter Punkt, und der nimmt zu, und der kommt, ist auch in Deutschland schon vorhanden, ist halt, was kriege ich für einen Preisnachlass, wenn ich gewissen Firmen meinen Daten gebe. Das ist vor allem im Versicherungsmarkt. Und da ist zum Beispiel unten das Beispiel mit Autoversicherung in Deutschland, gibt es halt bis zu 30% Preisnachlass oder 400 Euro für junge Autofahrer, wenn ich ein Auto drinnen so Telematikboxen habe, die halt dann der Versicherung zurückfunkt, wie mein Fahrstil ist. Im Allgemeinen gibt es halt bei Datenmärkten Skalierungseffekte und Netzwerkeffekte. Das heißt, je mehr Daten irgendwo zusammenkommen, haben die ja dann Vorteil. Relativ niedrige Grenzkosten, das heißt, wenn einmal ein System am Laufen ist, ist ein zusätzlicher Nutzer oder User keine große Belastung. Und diese Daten sind dann nicht rivalisierend, das ist gut. Ich glaube, da wird dann Nicola noch Ewigkeiten drüber reden, also ökonomischer Sicht. Wenn das gleiche Vortrag ist das letzte Mal. Hier jetzt eine kurze Abbildung von der Rolle in der Wertschöpfungskette, wie jetzt eine Datenbank funktioniert und dann die Anforderungen. Das heißt, die große Frage ist, wenn wir Datenmärkte haben aus Verbrauchersicht, wer hat Zugriff auf meine Daten, wie kann ich das regeln, dass zum Beispiel Daten zum Beispiel Ablaufdatum hätten oder ich kann nachschauen, wer hat meine Daten dann wie verwendet. Das ist im jetzigen Umfeld quasi nicht nachvollziehbar, ganz selten so bei Miniservices, wo ich dann sagen kann, Firma X hat die Daten an eine dritte Datenverarbeitungsfirma weitergegeben. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn wir gerade Open Schufa haben, ich kann so nachschauen, was für die Daten haben, aber Schufa selten gibt man dann detailliert die Auskunft, beziehungsweise wenn es nochmal einen Schritt weiter geht. Es ist schwer einzuschätzen, was ein fairer Preis ist, weil es keinen Markt dafür gibt. Wiederverwertbarkeit ist nicht klar gegeben, das auszuknüpfen. Und dann ein großes Problem ist, per se, wenn man jetzt selber mit Daten handeln würde, viele Daten ergeben dann erst einen Sinn, wenn Daten verknüpft werden. Das heißt, wenn ich Datenquelle A habe, vermische mit Datenquelle B und vielleicht dann nur eine Zeitübersicht habe. Und wenn jetzt in Konkurrenz gehen würde, als einzelner Daten Vermarkter meiner selber, dann habe ich diese Probleme, dass ich da reinlaufe gegen Netzwerkeffekte oder Skaleneffekte. Und das ist jetzt nur mal zum Sagen, die Studie, die den schrubbeligen oder schrulligen Namen hat, mit dieser Datenhandel, der bessere Datenschutz, ist deswegen nicht, weil ich alleine auf ökonomischer Basis, was ich da jetzt noch zeige, nie konkurrenzfähig bin. Das heißt, abgesehen mal von der ganzen juristischen Diskussion, wie das laufen kann, ist einfach der Wettlauf um die Kohle als Einzelner gegen größere Firmen einfach verloren oder Plattformen. Und das wird sich auch nie ändern. Also die Vorstellung, dass man die dann outperformt oder da gegenwärtiger Konkurrent wird, ist einfach sehr gewagt. Das sind nochmal kurz die drei Segmente gegen Services. Das heißt, ich gebe meine Daten her, damit ich Leistungen bekomme. Das wäre zum Beispiel Gmail-Service. Dann kann ich natürlich sagen, da gibt es Alternativen, wenn ich jetzt dann für Posteo oder andere Services zahle. Dann gibt es die Möglichkeit der Datenspende. Das finde ich relativ interessant, da geht es zum Beispiel in der Schweiz, gibt es MiData Coop, das ist eine Kooperative, da kann man seine Daten für Gesundheitsforschungen hergeben. Ein Projekt ist zum Beispiel, wo es um Multiple Sklerose geht. Oder eben der Datenhandel dann gegen ein Geld.
Und Datenhandel gegen Geld, wir haben das dann mal versucht, was kann man da maximal so rausholen, wenn man wirklich da engagiert ist. Und die Barriere war damals, das war so gegen Ende 2016, Anfang 2017, war optimistisch ca. $100, die man selber im Jahr lukrieren könnte. Diese $100 ist aber relativ aufwendig und steht in überhaupt keiner Relation zu den Stunden, die man da reinsteckt. Das bedeutet, man muss einmal Services beantragen, die Daten runterholen, warten, dass man woanders Daten hat, Data Requests wo stellen. Das heißt, das ist, glaube ich, im Stundensatz niedrigst einstellig. Das war aber Spaß. Und dann kurze Einschätzung, wo geht die Reise hin? Services, die Verbraucher haben eine passive Rolle, wird weiter bestehen. Bei Datenspenden gibt es aktuell nur, damit das wirklich gut funktioniert, technische Limitationen. Da geht es zum Beispiel bei der Frage, wie kann ich es gewährleisten, wenn ich meine Gesundheitsdaten jemanden spende, dass die nur einen gewissen Zugriff haben oder das kontrollieren kann, wer der Zugriff. Bei Geld ist halt immer so technisch nur schwierigst, es gibt keinen Markt, der Preis wird aufgrund von Skaleneffekten nie konkurrenzfähig werden. Und jetzt gibt es dann drei kurze Beispiele für, was sind Gegenmodelle dafür. Das ist MyData, da geht dann länger drauf ein. VAM ist Vendor Relationship Management und Hub of All Things. Und VAM kann man sich einfach denken, das ist quasi das umgekehrte Modell von einem CRM. Das heißt, ich bin quasi als Verbraucher in der Mitte und signalisiere oder verwalte die Firmen, die mir Services oder Produkte anbieten können und könnte zum Beispiel signalisieren, ich brauche einen Rucksack. Und dann haben Firmen einen Zugriff darauf, dass sie zum Beispiel für Auto-Equipment einen Rucksack haben könnten. Dann kann ich sagen, von denen möchte ich dann weitere Informationen haben und für das quasi kriegen sie Daten oder kriegen sie keine Daten. Und das Ganze basiert halt auf offenen Standards mit offenen APIs und Open-Source-Software und kommt halt vom DocSearls. Das finde ich einfach gedanklich interessant, wenn man den Verbraucher und Verkäufer die Beziehung einfach umdreht. Der Hub of All Things ist ein marktfokussierter Ansatz, also da braucht man dann Eigentumsrechte, was dann die weitere Diskussion sein wird, was relativ schwierig ist. Und das ist quasi ein Marktplatz oder Börse für alle Daten, wo das Konzept von der University of Warwick ist und sie gedacht haben, wie kann man Datenhandel wirklich für die Zukunft abbilden. Ist im Frühstadion, versucht die ganze Wertschöpfungskette abzudecken, ist nicht, dass ich es persönlich mag, aber es ist einfach eine interessante Herangehensweise, wo man sieht, was sind die Probleme. Und der dritte Ansatz ist der MyData, den ich mir kurz vorstellen möchte. Das ist ja von unseren finnischen Kollegen von der OKF. Und die sagen zum Beispiel die wunderbare Zahl, dass es um eine Trillion, also eine Billion Euro geht bei 2020. Sie höher ist die Zahlen, die wir haben. Und die Frage ist, wer hat dann Nutzen davon? Und wie geht es mit der Privatsphäre um? Und was ist MyData? Im Prinzip steht der Verbraucher oder der Nutzer im Zentrum und kann entscheiden, wie mit seinen Daten umgegangen wird. Das heißt, er kann ja die Daten zuerst einmal, und das ist das Wichtigste, von überall reinholen. Das heißt, jede Firma, die Daten von mir hat, soll das Recht haben, dass ich die Daten einmal abhole zu mir selber. So schaut das im Moment aus. Da gibt es ja keine Infrastruktur für, oder großteils für persönliche Daten. Im Prinzip gibt es so aktuell schon Hubs, wo jetzt die großen Provider oder Firmen im Mittelpunkt stehen. Und die Idee von MyData ist, dass ich die ganzen Firmen rundherum habe und selber im Zentrum stehe und dann sagen kann, wenn bei Mobility Services möchte zum Beispiel sämtliche Fahrten von der Deutschen Bahn, wo ich eine Karte gehabt habe, die Daten einmal runterladen kann, damit ich die Abrechnung schneller machen kann oder auch überall, wo Daten abgespeichert werden, damit ich Sachen rausfinde. Das ist jetzt so banal wie, was wäre zum Beispiel mein Handy... Ja, das war es. Sorry. Jetzt? Okay, sorry. Dann gibt es nur zum Nachlesen, gibt es halt die Principles of MyData. Drei Forderungen sind halt, dass man vom formalen Rechten zu ausführbaren Rechten kommt, damit man eben die Daten bekommt. Das ist jetzt mit der Datengrundschutzverordnung von der Europäischen Union im Mai der Fall. Es geht ja darum, und das ist jetzt schwierig zu sagen, das kommt aus Finnland, das ist ein kleines Land, die haben relativ viel Vertrauen in den Nachbarn, das ist beim Datenschutz ein bisschen anders als in Deutschland.
Aber die gehen halt von der Richtung hin von Datenschutz zu Datenempowerment. Das heißt, wenn man eine Gemeinschaft hat, die die Daten dann aggregiert, dann kann man gemeinsam damit was machen. Das per se finde ich den Ansatz sehr löblich. Bei der Umsetzung ist es halt immer problematischer. Und der dritte ist, dass man diese Silos, diese getrennten Datenspeicherecken, also offenes Ökosystem macht. Und das ist auch aus meiner Sicht relativ spannend, was dann für Möglichkeiten wären, wenn das einmal laufen würde, dass man halt sagen kann, ich will die und die Daten automatisch runterziehen und Teile der Daten kann ich kontrolliert weitergeben für diverse Projekte oder auch rauszufinden, was spannend ist. Das Ganze ist relativ komplex, wie man sich das vorstellen kann. Wenn es schon anfängt, dass man halt so Terms of Services zu lang sind zum Lesen, kann man sich vorstellen, wie dann die Dateneinstellungen sein werden. Eine Möglichkeit dafür wäre dann zum Beispiel, dass es so Data Delegates gibt, wo man halt dann Experten haben, die mal oben sagen, so kann das circa sein und ich vertraue dann zum Beispiel denen und kann zum Beispiel einstellen, ich will eigentlich als Chaos Computer Club No Sharing Initiative beitreten, bis zu eben, ich bin diese Obersharer Post-Privacy-Spacken-Liga, wo ich alles raushaue. Und das kommt eben nochmals von Finnland, das heißt, es ist ein anderer Ansatz, aber ich finde den Spruch gut, make it happen, make it right. Das White Paper ist online, die finnische Regierung unterstützt das auch, das gilt in dem Bereich dann vielleicht als Vorläufer, wenn es um politischen Diskussionen geht. Und das ist jetzt eine Allianz von akademischen NGOs bis zu richtigen Industrieanbietern. Also die Idee dahinter liegt da, dass Telefon, also Telco-Provider, die Daten hat deswegen auch hergeben, damit es auch besser ist. Also das ist also immer schon ein zweischneidiges Schwert, das soll man nie vergessen, so nett das Ganze klingen, weil am Ende des Tages, wie es am Anfang war, geht es darum, dass halt die ihr Geschäft machen. Ja, genau, da ist im Ende August noch eine Konferenz, die ich empfehlen kann, falls sie wer da wirklich dafür interessiert. Super. Das war jetzt nur, ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind. Drüber. Na, dann mache ich jetzt ganz kurz. Also GDPR, Datenschutzgrundverordnung, es wird ein neuer Markt, die Datenportabilität wird kommen. Es gibt, glaube ich, relativ viele Unklarheiten, wie das dann genau ausgelegt wird, ob es ein Wettbewerbsvorteil ist für Europa oder nicht, das wird sich, glaube ich, noch rausstellen. Ich glaube, das ist auch zweischneidig. Spannend wird, wie es die zukünftigen Fragen als Handelsabkommen. Und das Fazit ist jetzt die kurze Übersicht, man glaube ich, Handelsbewusstsein. Ja, also die eine Sache ist Handels, also Bewusstseinseinsetzung, ich glaube, das ist wichtig, wenn Leute mal wissen, dass die Daten was wert haben. Und die Diskussion läuft jetzt auf anderen Schienen eh schon, wie man jetzt den Spaß gehabt hat mit Facebook oder Cambridge Analytica, dass halt das dann die Diskussion in der Gesellschaft weiter vorantreibt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, die Einstellung zum Datenschutz ist halt nicht statisch. Und das sind ja dann noch Prozesse, was wir jetzt reden, von die wahrscheinlich 10 oder 15 noch länger dauern könnten, um Datenschutz zu verteidigen oder um Dateneigentum irgendwo zu diskutieren. Ich glaube, um das geht's. Das ist nur mal ganz kurz die Übersicht, 44 Euro im Jahr. Erik Schmidt, if you have to fight for privacy or you will lose it. Und dann, das war heute der Spruch von einem Kollegen, wie das die Folie enttippt hat, was ist ein Einbruch in eine Datenbank gegen die Gründung einer Datenbank. Das war's, danke. Ja, wow, vielen Dank, Walter. Das war ein Einstieg in die Frage, welchen ökonomischen Wert haben eigentlich persönliche Daten, welchen haben sie vielleicht gesellschaftlich oder unternehmerisch und welchen haben sie aber auch für die Individuen nicht so groß, zumindest derzeit. Und ja, eine Initiative. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Fragen gibt. Wie gesagt, wir machen jetzt an der Stelle keine Diskussion, das werde ich im Zweifelsfall dann auch unterbinden, kündige ich nur schon mal an, sondern jetzt einfach wirklich Fragen, gerne auch, wenn es ein Kommentar sein soll, klar, gerne auch das, aber es gibt später eben die Möglichkeit, einmal das geordnet zu tun. Hier drüben war eine Meldung, bitte. Hi Walter, du hattest ja zum Schluss dieses Bild mit der Datenbank und bei Facebook, Cambridge Analytica hast du ja auch angesprochen, da wurde ja viel Unsinn geschrieben, Facebook ist ja wie eine Datenbank. Die haben ein Interesse daran, dass denen die Daten nicht verloren gehen. So, heute ist halt irgendwie zum Beispiel Panera Bread, sind 57 Millionen Kundensätze mit Kreditkarten, Adresse und so weiter abhanden gekommen. Denkst du, dass es irgendwie auch so eine Art Schwarzmarkt gibt in Zukunft? Also es kommen ja immer wieder Dinge vor wie Equifax, dieses, was heute war. Die hatten, glaube ich, den gleichen Security-Menschen.
dass in Zukunft immer wieder, und es werden ja irgendwie, was weiß ich, wenn Amazon einmal die komplette Datenbank abhanden kommt, weil die es halt falsch konfigurieren, dann hast du ja sehr viele Daten, die dann frei sind, die halt dann irgendwie auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Dass es da halt quasi so eine Art Untergrundbank, so ein Darknet-Datenhandel gibt und was es für einen Einfluss haben könnte auf sowas. My Data. Also ein Schwarzmarkt für Daten gibt es schon immer. Das ist eine, früher waren es halt angefangen, glaube ich, war das mit der E-Mail-Adressen für Spam-Listen. Und dann waren es halt Klassiker, sind halt Kreditkarten, die man halt dann, weiß nicht, glaube ich, 50 Kreditkarten mittlerweile für einen Euro kaufen kann auf dem Schwarzmarkt. Ich weiß nicht, wie das dann weitergeht mit, was für einen Einfluss das auf MyData hat. Also wenn jetzt, glaube ich, massive Data Breaches sind, dann kann das ein Hindernis sein, dass die Diskussion weitergeht. Ich glaube, dass wir da permanent diese Datenreichtum, wenn wir einmal jetzt die Frequenz oder zumindest, dass sie veröffentlicht werden, nehmen zu und das wird halt permanent passieren, weil irgendwo ein technisches Loch ist oder Mitarbeiter was raustragen oder Leute halt das raustragen. Das heißt, das wird, ich glaube mal, die Frage ist, gibt es einen Gewöhnungseffekt dann? Naja, wenn die das eine ist ja, dass du oder dass es also offizielle Firmen gibt, die Daten verwenden können, die dann dafür bezahlen müssen und das Risiko, wenn jetzt angenommen eine große Firma inoffizielle Daten kaufen würde, als Beispiel, wir haben in Deutschland war jetzt, dass die Post Daten verkauft hat, persönliche für einen Wahlkampf von zwei Parteien. Dann ist das eine, wenn die erwischt werden, dann ist es vielleicht eine Woche lang negative Presse, dass sie die Daten verwendet haben. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, es wäre rausgekommen, die FDP oder die CDU hat die Daten am Schwarzmarkt gekauft, dann wären halt wahrscheinlich zumindest bis zur mittleren Ebene die Köpfe gerollt, wäre meine Vermutung. Also das geht dann einfach nicht und deswegen interferieren, glaube ich, die zwei Märkte in dem Sinne auch nicht, weil das eine ist der offizielle Markt und das andere ist ein Schwarzmarkt. Genau, Schwarzmarkt ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Im Zuge dieser Facebook-Cambridge-Analytica-Affäre kam jetzt noch ein weiterer Facebook-Mitarbeiter oder ein Facebook-Whistleblower, sozusagen ehemaliger Mitarbeiter, ja auch ans in die Öffentlichkeit, der für sich diesen Begriff Datenschwarzmarkt explizit genutzt hat, der quasi gesagt hat, bis 2015 war es ja möglich, relativ leicht als App-Betreiber über die Programmierschnittstelle Daten von deinen App-Nutzern, aber auch von deren Freunden abzugreifen. Und er sagt eben, er hätte immer davor gewarnt, dass es sei eigentlich Halbwissen gewesen oder bekannt gewesen, auch bei Facebook, dass es da eine Art Schwarzmarkt gäbe an Daten. Naja, das war in dem Sinne ja kein Schwarzmarkt, sondern das war eine Schnittstelle, die da abgesichert worden ist. Das ist ja die Frage, was ich dann spannend finde. Ist das passiert, weil man mit dieser Schnittstelle das App-Ökosystem angesteuert hat? Oder war das wirklich ein Fehler, wo man sich denkt, da hat er irgendwer geschlampt? Also das war ja, wenn man sich die anschaut, wo Daten fließen, ein Paradebeispiel wäre Google, sage ich immer, wie Google mit den Autos rumgefahren ist und dann die Wi-Fi SSID zufälligerweise abgestaubt hat und dann hieß es, das war ja der Programmierfehler, dann würde die sagen, fleißiger Programmierer, der eigenständiger sinnvolle Daten in seiner Freizeit da nur mit reinnimmt und die Datenbankstruktur und das funktioniert alles und das hat sogar dann einen Sinn, dass die Daten aufgezeichnet werden. Okay, es zeigt natürlich, deutet natürlich auf einen Bereich, in dem wir heute Abend eigentlich nicht mehr umfassend ins Programm genommen haben, weil wir das so ein bisschen vorausgesetzt haben, tatsächlich auch nochmal sich anzuschauen. Wir nehmen das immer an sozusagen, es gibt die Datenökonomie, aber wie ist sie eigentlich beschaffen und wie funktioniert sie eigentlich? Welche Rolle spielen Data Broker? Das ist sozusagen die Folie, vor der wir das heute ein bisschen machen. Walter, wir sollen weiter in die Mitte, damit wir im Stream zu sehen sind, wenn du einmal um das Podium rumgehen könntest und ich gebe weiter für die nächste Frage. Also wo kommen denn jetzt diese 440 Euro her? Ist das einfach das, was es jetzt an Monetarisierung gibt, einfach runtergerechnet pro Person oder steckt da tatsächlich der Versuch dahinter zu modellieren, was man kriegen könnte, wenn es so einen Markt gäbe? Das ist eine Studie vom Boston Consulting Group, die diverse Faktoren damit reingeschrieben hat. Und wie ich vorher gesagt habe, also das ist die basiert ca. auf 44 Euro pro Kopf. Die MyData-Studie, die kommt von einer anderen Consulting-Bude, ich glaube, das ist McKinsey, und bei der sind es dann fast der Faktor 4.
Kannst du sagen, wie haben die das erstellt? Wo sind die hergekommen oder wie sind die aufgefunden? Dass man sich anschaut, was sind die konkreten jetzt Firmen, die in dem Bereich tätig sind? Was haben die für einen Umsatz? Und dann kann man sagen, okay, die leben halt davon. Also Facebook ist zu, ich glaube, 95% oder 98% ist deren Geschäftsmodell sind persönliche Daten. Dann gibt es noch einen kleinen Gimmick. Die schaut man sich an, die rechnen mal rein, die schaut man sich an, was ist der Umsatz für Europa und dann klopft man das durch, zieht die anderen Unternehmen mit rein, zum Beispiel auch in Deutschland. Also es ist ja nicht nur US-amerikanischen Firmen, sondern Avato Infoscore vom Bertelsmann, verscherbelt Daten, die Post verscherbelt Daten und das wird dann aufaggregiert mit dem, was in dem Bereich drin ist. Könnte also man ist ja vor auf der Slide oder auf Twitter ist die Studie, ich glaube, Fußnote 74. Noch eine Rückfrage, ja. Eine Frage zur Pseudonymisierung. Dieses Beispiel von Post verkauft Daten über die Wahlwahrscheinlichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb einer Straße an Parteien, ja, die dann sagen können, da sind wir sowieso schon ganz populär, da müssen wir nicht hin oder da können wir noch was tun. Also da ist ja irgendwas pseudonymisiert, anonymisiert worden. Du warst in deinem Vortrag sehr kritisch, was die Möglichkeit von Anonymisierung betrifft. Kann man da irgendwo sinnvoll noch eine Grenze ziehen oder sind selbst aggregierte Daten, die ja, gut, also man könnte jetzt in die Straße gehen und gucken, wer da alles wohnt, aber zunächst mal zumindest auf einer Stufe anonymisiert, kann man das so sagen? Hilft das was? Also wenn ich habe das nur kurz überflogen, die haben Daten verkauft, dass sie gesagt haben, dass in einer Wohneinheit bis zu 6 Wohnparteien, wie circa die politische Färbung ist. Das war, glaube ich, das, was, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber das mit Anonymisieren ist jetzt so eine Sache. Man kann Sachen anonymisieren, aber man hat dann quasi eine Proxy-Variable, wo ich dann rausfinden kann mit einem anderen Datensatz aufgrund von der Altersgruppe. Also wenn ich nur mehr 6 Wohneinheiten habe, wenn ich Versandkartendaten habe, ich glaube, das ist statistisch, spricht halt da die Rückverfolgbarkeit dagegen. Also das meine ja die Zahl, ich finde die 87% deswegen also witzig einleuchtend. Wenn man sich denkt, das sind halt 3 kleine Merkmale, wo man sich denkt, hey, Geburtsdatum, Postleitzahl und so, Geschlecht ist jetzt nicht so prickelnd. Wenn ich dann noch habe, ich habe Zahlungsdaten oder es fängt an mit Telco-Provider, da scheppert sich schon ziemlich viel schnell zusammen. Also wenn man die auch dann aggregiert. Okay. Eine Frage könnten wir noch oder eine Rückmeldung aus dem Publikum? Ansonsten sage ich an der Stelle, ja, bitte. Mich würde interessieren, wie du denkst über Leute, die eigentlich gar nicht selbstbestimmt handeln können, weil sie viel zu wenig Ahnung von den Hintergründen haben. Es gibt nach den Studien zumindest bei den über 60-Jährigen 50% der Leute, die kein oder wenig Berührung mit Internet haben. Und da frage ich mich, wie sollen die aktiv sich beteiligen können, wie sollen die sich wehren können im Zweifel und wie sollen sie überhaupt selbstbestimmt handeln können? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist auch, glaube ich, nicht altersspezifisch. Wahrscheinlich sind in älteren Generationen ja sogar die Skepsis höher. Das andere ist, ich glaube, bei vielen Sachen aus meiner Erfahrung mit Leuten ist das Problem, dass das relativ abstrakt ist. Das meine ja manche Daten, die aufgezeichnet werden, wie letztes Mal war der Spaß mit dem Fitness-Tracker, wo man dann die Militärbasen anschauen können, weil irgendwo halt eine Laufstrecke in der Wüste war. Ich meine, das ist einfach, wenn man vorher fragen würde, wie kommt es dazu, da drauf zu kommen, dass das möglich ist mit einem Fitness-Tracker, wenn der einen Datenreichtum hat, ist halt relativ, da braucht man schon einen kreativen Ansatz. Das passiert ja bei mehreren Anwendungen. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, was sagt der Schriftart über Spielverhalten aus? Und dann gibt es halt Online-Poker-Spielesysteme, die eigene Schriftart installieren, die dann verwendet werden, um den Credit-Scoring zu beeinflussen, weil dann klar ist, dass die online zocken. Das sind so, sage ich fast für EDV-Menschen, die kreativ sind, sind das Denkübungen, die man schaffen muss, damit man diese Löcher findet, wo man den Hebel reinsetzt. Ich glaube nicht, dass das
jetzt für die breite Bevölkerung überhaupt möglich ist, da mitzuhalten. Also ich glaube auch für viele Leute, die jetzt, Paradebeispiel ist Known, was jetzt die Vorstellung, wie geil die Daten eigentlich verwenden von einer technischen Ebene, was da für Möglichkeiten drinnen sind. Also für die Bar, die es glaube ich wirklich verinnerlicht haben, was die Aussagen da waren, das ist halt für einen normalen ITler nicht mehr nachvollziehbar, im Kopf, aus meiner Sicht. Und das kann man nicht von einem normalen Nicht-ITler verlangen. Das ist meine Ansicht. Deswegen denke ich mir, das braucht dann irgendwo eine Regulierung. Okay, ist ja durchaus eine Frage oder ein Thema, das immer wieder auch vorkommt oder aufkommt und das auch aus der Zivilgesellschaft oft stark gemacht wird, wenn sozusagen Datensouveränität als Zukunftsmodell gehandelt wird. Wie souverän kann wirklich in dieser Datenökonomie der die Einzelne sein? Eine Frage, die wir mitnehmen für die Diskussion auf jeden Fall oder ein Themenbereich. Ich sage nochmal vielen Dank, Walter. Bitte. Und bis gleich. Applaus